Jitte. Details, Kata Jitte, der Start, genau wie Chion. Wenn ihr euch an Chion erinnert, ist die erste Bewegung diese hier, Hüfte nach vorne. Jitte ist genau dasselbe Prinzip. Als erstes den Gegner annehmen, der Kubikake Uke, den Ellbogen relativ nah am Körper ranziehen. Anschließend 45 Grad. Hüfte nach vorne drehen. Also diese Bewegung ist wichtig. Nächste. Haiduke in der Kata selbst. Knapp am Oberarm oder beziehungsweise am Ellbogengelenk. In der Bunkai kann man das auch weitermachen. In leichten Sochindach und in Yoriash weiterkleiden. Judan. Ja, zeigt nochmal das Ganze. Von der Seite. Die nächste Bahn, Tesho Tsugi. Beim Start, linker Fuß halb ran. Und rechter Arm ebenfalls halb ran. Hitch von dir. Jetzt Hüfte gerade nach vorne und im letzten Augenblick die Hüfte drehen. Beim Vorwärtsgehen Fuß öffnen. Hüfte bleibt hinten, Ellbogen bleibt hinten, Arm wird geöffnet in der Mitte. Und im letzten Augenblick die Hüfte drehen. Und das letzte ebenfalls öffnen. Gewicht nach vorne. Hand öffnen. Und vor. Und diese Drehung aus der Hüfte ist das letzte entscheidende Detail. Der Arm soll nicht ganz gestreckt sein, sondern ganz leicht abgewinkelt. In der nächsten Bewegung ist besonders wichtig, dass der Körper auf einer Höhe bleibt. Also nicht nach oben gehen. Eine Technik, die nach oben geht, wird so ausgeführt, dass der Körper nach unten drückt. Also Chuchioki, jetzt runterziehen den Gegner. Und weiter. Ich zeige es in einer Zeit. Das Timing. Der nächste Abschnitt sind die drei Yamaduke. Also von hier die drei Schritte. Ganz wichtig jetzt, die Spannung in den Armen halten, den Oberkörper ebenfalls seitlich halten und unten bleiben. Bewegung ist Fuß, unten bleiben, Fußabwehr. Beim Aufsetzen kommt die Hüfte. Selbe nächste Bewegung. Gewicht nach vorne, Fußabwehr und zum Schluss aufsetzen und die Hüfte drehen. Die Arme bleiben. Oder der Kopf bleibt zwischen den Armen. Zeige mal von vorne. Von hier. Die Arme bleiben. Also wichtig ist diese Fußabwehr, denkt an Haiyan Sandan oder an Chion. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip.
In der nächsten Bewegung gibt es zwei Variationen, und zwar Shuto Uchi gegen Handangriff, das ist eher die modernere Form, und Seryuto Uke ist die Handwurzel nach oben, das ist eigentlich die ursprüngliche Form, so wie es auch früher gelehrt wurde. Also die Ausholbewegung ist hier bei der ersten Bewegung von unten nach oben gegen Stock. Jetzt ist Fassen. Stock ist in einer Linie und jetzt wird nicht umgefasst, sondern der Stock wird rausgezogen. Runter, Ashibarai. Und die Hände sind 60 cm ungefähr Abstand auseinander und genau an der Hüfte und oberhalb des Ohrs. Und dann wird der Fuß abgesetzt und dann erst reingedrückt. Ja, also nicht nach vorne fallen lassen. Ich zeige die Bewegung nochmal. Von hier. Von der Seite. Ist deswegen so wichtig. Nach dem Umfassen beide Hände in einer Linie. Und jetzt Fuß herziehen, Arm hoch, runtergehen, absetzen und jetzt erst vom hinteren Fuß wegdrücken. Machen wir von der anderen Seite. Jetzt zeige ich die Original- oder die Version, wenn ich nicht gegen Stock abwehre, sondern gegen Hand. Dann ist der Shutuchi von oben gerade. Die nächsten Bewegungen bleiben. Und ihr seht, nicht den Fehler machen, von hier nach vorne fallen zu lassen. Oder euch fallen lassen. Sondern aktiv Fuß absetzen und jetzt erst beschleunigen. Den letzten Teil der Kata zeige ich in einem Block, also von der letzten Bewegung, vom Stockfassen, Manchuki. Nummer 1, unten bleiben, auf der Ferse drehen, überkreuzen. Ich. Selbe in die andere Seite. Und jetzt die Agyuki. Öffnen, Hüfte. Öffnen, Hüfte, auf der Ferse drehen, der Arm bleibt offen, Agyuki, Hüfte und der letzte ist mit Yoriash. Ja! Und aufstehen wie am Anfang. Ich zeige von der Seite noch die Agyuki. Ja! Und als letztes, bei der letzten Bewegung noch den zweiten Agyuki, entweder die Hand geöffnet lassen für den Block und Agyuki oder was auch möglich ist, Agyuki, Agyuki direkt. Das ist nur entscheidend von der Geschwindigkeit, dass ich beide Angriffe links und rechts abwehren kann. Sicherer ist offene Hand, aber beide Seiten sind okay. Bunkai Jitte, Teil 1. Zwar von der Bewegung. Das erste ist gegen Stock, das ist die Originalbewegung. Der Stock wird in der Mitte gefasst, dass ich stechen kann und schlagen kann. Ja? Deswegen die erste Bewegung, ich muss immer ausweichen. Jitte Kamai. Den Stock annehmen, Kakyuki. Nächste nach vorne, den Stock heben und jetzt rüberziehen und stechen. Zeige es nochmal. Also nach dem Hebel, dieser Osaiuki, ist dieses Rausdrehen des Stockes. Seitlich, jetzt von unten nach oben, hebeln und rüber. Und jetzt je nachdem, wo der Gegner steht, kann ich auch mit dem Fuß schlagen oder mit dem Stock.
Das ist die Originalbewegung mit dem Stock. Dasselbe Bewegung jetzt ohne Stock, sondern der Angriff ist mit dem Arm. Wir zeigen die Bewegung einzeln. Als erstes der Angriff wird abgewehrt mit Tekobi Kakyuki, also mit der Handwurzel. Und dann Kose Teshuki, also der Block, nach unten, nach oben. Ja. Die Ausgangsposition ist Jitte Kamai oder Chion Kamai, ist dieselbe Ausgangsposition. Wenn der Gegner startet, ausreichend annehmen, übernehmen. Ja. Wichtig ist von der Seite, wenn ich von vorne stehen würde, bin ich gefährdet von dem Arm. Also seitlich, jetzt das Handgelenk fassen, drehen und nach oben drücken. Gegenangriff ist frei. Nochmal in meiner Zeit. In der nächsten Bewegung ist Haito-Uke und Chun-Haito. Haito ist die Innenseite, beziehungsweise ja, von der Seite geht in die Nieren oder auch in die Artemi-Punkte unserer Achselhöhle, je nachdem. In der Kata gehe ich direkt in den Gegner rein, jetzt weiche ich natürlich aus, weil es sicherer ist. Der erste Angriff ist Blocken, hier rein. Oder als zweites, was sicherer ist, ausweichen. Hinterm Fuß schlagen, jetzt Tesho. Und denn nach dem Haito ist die nächste Bewegung ja diese Teshu-Tsugi. Ja. Zeig noch einmal. Block, hinten rein und Tesho. Nächster Teil ist Chuchiuke, Morote geht dann mal rein und Yoriash. Ganz wichtig, Yoriash, kein Zugiash. Yamaruke. Ja. Wir teilen es auf zwei Teile auf. Als erstes die erste Bewegung. Ja. Der Gegner greift Jodan entweder mit Stock oder mit Faust an, in dem Fall jetzt mit Faust. Ich stehe fast im Kibadatsch. Wenn der Gegner angreift, gehe ich seitlich vorbei, fasse, druck und zucke. Ja. Nochmal. Ja. Ja. Als zweites Yamaruke, also Yamaruke. Ashiuke, Yamaruke. Gegner greift wieder Oizuki Chodan an. Ich weiche aus. Jetzt von hier ins Knie und wieder runterdrücken. Ja, und wieder Zuki. Nochmal. Also Kosa heißt überkreuzen. Ich nehme den Arm an, komme seitlich ins Knie und zu Tempo. Das ist die zweite Bewegung. Nächste Bewegung, einmal mit Stock, einmal ohne Stock. Ich zeige die Vorbewegung. Mit Stock. Die Abwehr ist Seryuki. Fassen. Erste Bewegung geht vorwärts, ich drehe den Arm raus, nie. Ich nehme den Stock weg und steche. Nochmal eine Bewegung. Mit Angriff Oizuki Chodan. Bewegung wie vorhin, Block. Fassen Kokuki in den Hals rein. Jetzt ist er in der Rücklage, er kann nicht mehr schlagen. Ich gehe vorwärts, Tasche bereit und gehe dann zu ihm. Nochmal langsam. Block. Ja. Der letzte Teil der Bunkai ist zweimal eigentlich dasselbe. Das sind die Agi-Uki, also nach dem letzten Manchi-Uki ist ja die Bewegung Agi-Uki und Agi-Uki. Und jetzt ist drehen,
mit Agyuki und vorwärts gehen Agyuki. Die ersten zwei nach vorne zeige ich jetzt nicht mit Partner, weil es dasselbe ist. Jetzt, wenn der Gegner angreift, direkt rein in den Gegner. Und nachdrücken. Nochmal langsam. Timing ist wichtig. Wenn die Technik fertig ist, jetzt Blick und vor. Und drücken.